Hey, meine lieben Freunde! Und willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 2 Dark Moon! Nachdem wir in der letzten Episode den Spuk in der Bibliothek beseitigt haben und diese Geister mit Gehirn, so wie ich sie ja getauft habe, nachdem wir die eingesaugt haben, können wir jetzt die vierte Mission in der Gruselvilla bestreiten. Und zwar mit dem Titel Trug und Täuschung. Mal schauen, wer uns da trügt oder wer eine Täuschung, eine Illusion erschafft. Ich würde sagen, auf in die vierte Mission. Luigi, manches auf der Welt ist einfach zu seltsam, um es zu glauben. Findest du nicht? Vieles davon mag echt sein, aber es gibt auch Illusionen. Wart mal, ich zeig dir was. Dies ist ein Wirrlicht, eine paranormale Erscheinung, die Illusionen erzeugen kann. Und irgendwer setzt gerade Scharen dieser possierlichen Lichtlein in der Gruselvilla aus. Dies ist auch der Grund, wieso manche Dinge verschwunden sind. Ganze Rüstung, futsch! Ja, das haben wir auch schon gesehen. All die Ritterrüstung auf dem Weg zum Foyer waren in der dritten Mission auf einmal weg. Doch all dies ist nur Schein. In Wirklichkeit ist alles noch am alten Platz. Glücklicherweise habe ich einen Aufsatz für den Schreckweg 0915 erfunden, der uns helfen wird. Ich nenne ihn die Düsterlampe. Mit ihr kannst du Illusionen durchschauen und phantomisierte Objekte wieder sichtbar machen. Leider habe ich sie im Labor liegen lassen. Und dort wimmelt es nur so von disziplinlosen Geistern. Das ist mir viel zu gefährlich. Aber hey, Luigi, ist das nicht die ideale Aufgabe für dich? Du findest die Düsterlampe gleich auf ihrer Ladestation. Der Akku ist sicher schon voll. Gut, dann ab mit dir. Fertig zum Televoxeln. Ja, Luigi hat schon Angst hier vor dem Televoxeln. Ihm ist das Ganze immer noch nicht geheuer, aber... Na nee, gut, er ist nun mal der Ghostbuster hier und deshalb wird er jetzt wunderbar wieder zur Gruselvilla gewoxelt, portet, weggewoxelt, geportet, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt geht es für uns nochmal auf zum Labor. Wir waren ja schon einmal dort, um ein Zahnrad zu holen. Und ja, jetzt sollen wir von dort die Düsterlampe besorgen. So, die Ritterrüstung sind auch wieder da. Leider, leider. Aber, falls die Ritterrüstung irgendwann nochmal weg sein sollten, könnten wir sie mit der Düsterlampe wieder erscheinen lassen, also so rein theoretisch, obwohl ich mir nicht sicher bin, dass ich das unbedingt brauchen werde. Aber was wir tatsächlich wirklich effektiv mit der Düsterlampe machen können, werden wir dann jetzt gleich hoffentlich erfahren. Ihr habt es nämlich schon gehört. Die Tür ist auf einmal weg, wieso auch immer sie verschwunden ist, aber anscheinend, ja, man hat auch so Kichern gehört, war hier wohl ein böser Geist am Werk. Wer, ja, das Lachen erkannt hat, der wird wissen, dass es ein Buhu war. Ich glaube, das ist unverkennbar. Und wenn wir hier mal reinschauen, dann sehen wir die Düsterlampe irgendwo? Wir sehen, dass da jemand am Stuhl ist. Okay, oder der Stuhl hat zumindest gewackelt. Sehr interessant. Naja gut, wie kommen wir denn jetzt am besten ins Labor rein, ist so die Sache. Wir können auch mal hier den Teppich wegrollen oder wegschieben. Da, wartet. So, komm schon, Teppich. So, nur das hilft uns bedingt was. Aber ein Glück ist ja der liebe Professor Igitta. Ich glaube, mich laust ein Pferd. Die Tür zum Labor. Sie ist verschwunden und wie ich das Labor betont habe, wunderbarer Voice Crack. Das waren sicher irgendwelche frechen Wirrlichter auf der anderen Seite. Na, es wird sicher irgendwo einen anderen Weg dort hineingeben. Ja, danke für diese unglaubliche Hilfe, Professor. Das hätte ich jetzt nie gedacht, dass es noch einen anderen Weg da reingeben muss. Wir können hier nochmal in diese kleinen Zwischengasse hier gehen, in den Wandspalt.
Jedoch glaube ich nicht, dass das unbedingt sinnvoll sein wird, weil, nee. Hier werden wir auch nichts finden. Ich überlege gerade, wie wir dort am cleversten hinkommen könnten. Vielleicht von oben. Ich weiß es gar nicht mehr so. Luigi ist auch erstmal erleichtert, dass er da weggegangen ist. Aber tut mir leid, Luigi. Es geht schnell wieder für dich dorthin. Also, ja. Luigi muss schnell wieder zum Labor. Aber, ja. Auch wenn wir es eilig haben, die Geister halten uns natürlich wie immer auf. So, komm raus, wo immer du bist. Ja, hier hätten wir zum Beispiel schon mal den roten Geist. Wunderbar. Na komm, dich kriegen wir. Komm her, mein Dickerchen, ohne das beleidigen zu meinen. So, schnell auf die blauen Geister auch aufpassen. Eben schnell die Bananenschale eingesaugt, so ordentlich wie Luigi ja ist. So, dann ein bisschen mit einem Stroboblitz rumblitzen. Vielleicht treffen wir den Geist ja irgendwo. Oder er zeigt sich vielleicht mal gleich. Das wäre natürlich sehr hilfreich. Hier ist er doch auch schon. Komm raus hier. Ah, zack. Und dann kommst du her. Wunderbar. Aber hier haben wir noch zwei Kandidaten. Den einen, den habe ich jetzt schon mal hier so eingesaugt. Hier ist der nächste. Schade. Blöde Bananenschale hat uns wieder aufgehalten. Komm raus hier. Ah, er ist rüttelnd vielleicht. So, da ist er auch schon. Und zack, da haben wir dich mehr oder weniger am Haken. Und auch der wäre beseitigt. Wunderbar. Damit können wir jetzt dann aber wirklich nach oben. Ich hoffe, die Treppe wird nicht noch einmal zusammenbrechen. Wäre auf jeden Fall sehr merkwürdig. So, und von hier dürften wir doch irgendwo einen Weg von oben ins Labor finden. Dürfte jedenfalls logisch sein. Vielleicht mal hier gucken. Hier hätten wir eigentlich nur das Grammophon. Also hier im Salon. Das Grammophon aktiviert nämlich mysteriöserweise, ja, den Kamin, beziehungsweise deaktiviert ihn. Also hier wird, ja, das Feuer ausgemacht. Warum auch immer das vorher nicht passiert ist, wenn wir das Grammophon beschädigt haben oder damit gespielt haben. Wahrscheinlich hat das Grammophon auch nicht direkt das Feuer deaktiviert, sondern die Wirrlichter, die hier diese Uhr verschwinden lassen haben, die wurden wahrscheinlich von den wundervollen Klängen hierher gelockt. So, und jetzt können wir auch nach unten. Gute Reise, Luigi. So, und dann muss hier irgendwo die Düsterlampe sein. Da vorne glitzert sie auch schon in allen schönen Regenbogenfarben. Tja, wäre doch gelacht, wenn es so einfach wäre. Als ob Luigi jetzt einfach hier die Taschenlampe bekommen hätte. Selbstverständlich nicht. Wir müssen natürlich dem Geist hier folgen. Nur ich frage mich gerade, wie wir dem folgen sollen. Ah, wir können ihn einfach so hier rausschleudern. So geht's auch, okay. Wenn wir ihn auch aus der Tafel rausschleudern können, ist das natürlich eine gute Sache. So, und wenn der jetzt hier mal seine Sonnenbrille einmal kurz absetzen würde. Na, komm her. Nimm mal deine Sonnenbrille ab, damit du dich nicht vor meinem Stroboblitz schützt. Ah, wir sollten uns auch vielleicht nicht zu oft treffen lassen. Ah, warte mal. Ah, ich kann die Sonnenbrille auch absaugen. Aha. Und da haben wir ihn auch. Oder gibt's hier noch mehr? Aha, da sehe ich doch gleich mal 9. Na, komm her. Oder da sind mehrere sogar. So, den ersten hätten wir die Sonnenbrille abgesetzt. So, war jetzt hier noch einer? Irgendwo war noch einer. Da hätten wir die Sonnenbrille am Haken. Wunderbar. Zack, geblendet. Und eingesaugt. Und ich muss wirklich sagen, Geister mit Sonnenbrille sieht man echt selten. Aber es ist eine richtig coole Idee, dass die dann halt nicht geblendet werden können. Und dass man erst die Sonnenbrille entfernen muss. Also eine nette Sache. Und damit haben wir auch die Düsterlampe gefunden. Oh, yellow. Luigi, wer auch immer hinter dieser Wirrlichtplage steckt, ist nicht mit dem Paras...
Rotzblitz, sehe ich recht? Du hast die Düsterlampe schon gefunden? Vortrefflich, mein Bester. Halte Y, um sie einzusetzen. Irgendwo in der Nähe findest du sicher ein paar Illusionen. Na klaro. Jetzt haben wir nicht nur den Stroboblitz, der irgendwelche Geheimnisse aufdecken kann und der irgendwie, ja, auf mysteriöse Weise Geister einfangbar oder einsaugbar macht. Nein, wir haben auch hier die Düsterlampe, die so ein regenbogenfarbenes Licht aussprüht oder ausstrahlt und dann dafür sorgt, dass solche Objekte hier, die vielleicht verschwunden sind, wieder sichtbar werden. So, jedoch reicht es nicht, wenn ich hier einfach, ja, mit der Düsterlampe irgendein Objekt anleuchte, wo ihr auch seht, dass die eine Energieleiste hat. Ich könnte jetzt hier auch zum Beispiel die Tür anleuchten. Aber es reicht nicht nur, dass ich die Tür anleuchte. Ich muss auch die Wirrlichter, die für das Verschwinden des jeweiligen Gegenstandes gesorgt haben, die muss ich auch noch mit dem Schreck weg einsaugen. Also es reicht nicht nur, die Düsterlampe zu benutzen, sondern auch den Schreck weg. So, und dank der Düsterlampe konnten wir jetzt hier auch den Tresor wieder sichtbar machen. Super. Konnten dann jetzt auch mit dem Stroboblitz den Tresor aktivieren und dann schlussendlich das Geld einsaugen. So, hoch kommen wir leider nicht, aber wir kommen hier auf jeden Fall wieder raus. Das ist sehr gut. Und dann ruft der Professor schon wieder an. Famos! Ich befürchtete schon, ich muss in Zukunft durch den Kamin kraxeln. Und Luigi, erinnerst du dich an dieses unheilvolle Lachen? Unser Wirrlichtverteiler findet anscheinend große Freude an seiner Arbeit. Das Paraskop schweigt sich leider gerade aus, aber... Ja, du musst den Schuft selbst finden, aber ich glaube an dich, Luigi. Du packst das schon. Ja, der Dr. Igitt oder der liebe Professor Dr. Mediziner Igitt, wie wir ihn auch immer nennen wollen, glaubt an uns. Irgendwer muss ja auf Luigi vertrauen. Und hier sehen wir auch direkt, es fehlt schon wieder ein Möbelstück. Nämlich so ein kleines Regal. Und da könnten wir dann letzten Endes auch wieder Geld rausbekommen. So, und eine andere Sache, die diese Düsterlampe mit sich bringt, ist die Tatsache, dass ihr ja auch immer so als kleinen Hinweis oder so als kleine Notiz, ihr habt ja bestimmt schon, haben auch einige Kommentare zugeschrieben, euch gefragt, ja, was dieses Symbol oder dieser zweite Steckplatz neben dem Rang bei einem Level bedeuten soll. Dies bedeutet oder dies zeigt an, ob man einen Buhu in jedem Level gefangen hat oder in der jeweiligen Mission. So, und in jedem Level fehlt irgendwo ein Gegenstand, meinetwegen in der dritten Mission die Ritterrüstung. Und ja, wenn man die dann mit der Düsterlampe erscheinen lässt, kommt ein Buhu raus, also immer in einem spezifischen Gegenstand, der fehlt. Und diesen Buhu kann man dann einfangen, um später eine kleine Zeitherausforderung freizuschalten. Jedoch muss ich sagen, möchte ich nicht unbedingt alle sammeln. Wenn ich jedoch einen versteckten Buhu finde, dann werden wir den natürlich auch einfangen. So, und hier im Schlafgemach, da gab es gar nichts, Luigi, da bist du schön falsch. Ich wollte gerade sagen, hier im Salon gibt es nämlich noch die Uhr. Da waren ja die ganzen Wirrlichter, die die Uhr haben zum Verschwinden bringen lassen. Und wenn wir die Uhr jetzt wieder hier erscheinen lassen wollen, alle Wirrlichter einsaugen. Und wir hätten auch wieder die Uhr. So, und wenn wir jetzt mal vielleicht nochmal mit einem Strohblitz dort oben was dran blitzen, kriegen wir nur den Edelstein wieder. Okay. Also leider, kein Übeltäter. Ja, dann müssen wir weitersuchen. Wo gibt es denn noch Gegenstände, die vielleicht fehlen? Sollten wir einfach mal suchen. Wir können ja, vielleicht waren wir im Schlaf gemacht gar nicht falsch. Wir können uns hier einfach mal überall umschauen und einfach mal gucken, ob hier irgendwo was fehlt. Ah, hier fehlt nichts. Einfach mal hier mit der Lampe drüber gehen überall. Es könnte ja jederzeit was fehlen. So, dann holen wir auch nochmal das Bett einmal bitte her. Und zack. Im Arbeitszimmer könnte ja auch was fehlen. Wir schauen uns einfach mal an, wo was ist und wo eventuell vielleicht mal was war, wo jetzt aber nichts mehr ist. So, Arbeitszimmer. Tut mir leid, Luigi, dass du so viel durchmachen musst. Ist eine wahre Tortur hier für Luigi. Aber das schafft er schon, der Gute. So, hier hinten vielleicht irgendwie was. Na, nicht da. Luigi, nicht verbrennen, nur weil die Düsterlampe kurz der Akku leer ist. So, hier sieht es aber ansonsten eigentlich recht sauber aus.
scheint nichts weg zu sein. Einmal kurz auf den Schalter treten, um dann auch zum Atelier zu kommen. Denn dort könnte ja ebenfalls was weg sein. Aber Luigi hat schon wirklich nicht leicht. Muss man ihm ja lassen. Der arme Kerl steht hier alles hart durch. So, dann gucken wir nochmal hier weiter, hier hinten. Das ist auch eine Sache, die ich beim privaten Spielen sehr stark gemerkt habe. Also, ich habe ja am Anfang, wie gesagt, ein bisschen gespielt. Und es ist einfach so, dass man wirklich die Augen überall offen haben muss. Also, einfach überall, hier habe ich es doch gerade schon gesehen, einfach überall mit der Düsterlampe dran leuchten. Na, kommt her, ihr Geister. Einfach überall mit der Düsterlampe dran leuchten, um Gegenstände erscheinen zu lassen. Also, überall einfach mal gucken, wo was zu finden ist. Es gibt nämlich damit so viele Geheimnisse zu entdecken. Und zwar auch hier drüben. Wenn wir nämlich hier mit der Düsterlampe mal dran leuchten, sehen wir, dass hier sogar eine Tür ist. Es sah auch ja schon so aus, als ob hier wirklich das für eine Tür prädestiniert ist. Denn hier ist ja so eine kleine Fußmatte. Jedoch kommen wir da noch nicht durch, sondern müssen erst aus dem Bild hier, was auch richtig clever gelöst ist, den Schlüssel holen. Also das mit den Bildern, die vielleicht noch gar nicht so, ja, farbenfroh sind, diese schwarz-weißen Bilder, kann man mit der Düsterlampe ganz einfach hell erleuchten lassen und dann an neue Gegenstände gelangen. Gut, dann gucken wir mal hier im Innenhof weiter. Was gibt es denn hier so? Hier kann man auf jeden Fall in den Speisesaal reingucken, nicht wahr? Oder was ist hier? Hier ist die Küche. Eieiei, und da klimpert es vor sich hin. Jedoch gehen wir da noch nicht rein. Wir schauen uns erst hier noch ein bisschen um. Hier gibt es nämlich wieder so zwei Blumen, die ordentlich Geld geben. Man kann dieses Ding hier drehen, wodurch viele Münzen rauskommen und auch sehr viel Geld. Nicht nur Münzen, sondern auch fette Scheine und Goldbarren sind dabei. Ich weiß gar nicht, wie man so ein Ding nennt, aber das gibt es auch auf voll vielen Kinderspielplätzen. Einfach ganz normales, ich nenne es immer so Drehteil oder sowas. Ein ganz normales Karussell vielleicht in einer einfachen Form. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr das wisst. Ansonsten, ich glaube, es weiß eigentlich jeder, was damit gemeint ist. So, und hier sieht es doch auch... Oh, goldene Fledermaus nicht einsaugen. So. Hier sieht es doch auch danach aus, als ob was fehlen würde. Nämlich ein schöner Brunnen von Professor Igitt. So, Geister schnell eingesaugt. Dann ist auch der Brunnen hier wieder da. Oder was heißt Brunnen? Es ist kein Brunnen, es ist eher eine Statue mit so einem Propeller dran. Wodurch die Statue sich auch erhebt. Oh, und man einen Schlüssel bekommt. Na, gerne doch. Den brauchen wir sogar zum Weiterkommen, weil die Tür dort oben ja verschlossen ist. So, hier gibt es, glaube ich, noch einen Cheep-Cheep. Ja, hier ist noch eine Cheep-Cheep-Statue. Die nehme ich natürlich auch noch mit. So, komm her. Dadurch kriegen wir nämlich ein neues Juwel. Wunderbar. Gut, hier gibt's nichts. Hier ist jedoch eine Tür. Da führt ja auch der Weg hier hin. Zeigen ja die Steine praktisch schon an, dass da ein Weg ist. So, kommt her, ihr Wirrlichter. Wenn man nicht alle fängt, ist das auch kein Problem. Also, wenn man nicht alle einsaugt, dann muss man einfach, ja, den letzten, den man vielleicht nicht eingefangen hat, nochmal rausholen. Und dann kann man hier rein, wo gleich, glaube ich, ganz viele Goldspinnen sind, oder? Genau, ganz viele Goldspinnen sind hier. Die wollen wir natürlich alle kriegen. Wunderbar, das gibt ordentlich viel Geld. Und ansonsten war's das eigentlich. Der Raum war nur da, um ein bisschen Geld zu bekommen, wenn man gute Reaktionen hat und auch vielleicht weiß, dass dort ein paar Spinnen sind. Gut, was gibt's hier hinten noch? Ich glaube, das war's. Hier kommen noch einmal... Hey, hier gibt's einen goldenen Knochen. Obwohl ich nicht glaube, dass wir in diesem Level verrecken werden. Hoffe ich zumindest nicht. Aber wer weiß, es kann ja immer mal vorkommen. So, bevor die Fledermäuse mich hier zerstören, nehme ich lieber den Schlüssel, stecke ihn hier rein und schau mal, was in der Küche vor sich geht. Hier haben wir schon gerade alle Töpfe kleppern hören. Und da sind auch direkt Geister am Start. Hab ich's mir doch gedacht. Zack, da haben wir den blauen Geist am Start. Eieiei, wie viele sind denn hier? Hier ist einer mit einem Schutzschild. Okay, den haben wir auf jeden Fall jetzt am Haken. So. Und dann war hier irgendwo noch ein blauer Geist. Hier? Ganz genau. So, den haben wir aber auch gestroboblitzt und eingesaugt. Und damit hätten wir auch die Küche erstmal spukfrei gemacht. Und können ja mal im...
In der Bibliothek gucken. Okay, was fehlt hier? Was fehlt hier? Fehlt... Was auch immer da fehlt. Ist das ein Globus? Ich glaube, das ist ein Globus, der da fehlt. So. Den haben wir jetzt da auch. Was der Globus uns nachher bringen soll, weiß ich jetzt nicht. Ah, da bringt ein Edelstein. Okay. Na, wenn er ein Juwel gibt, dann nehme ich den doch gerne. So, hier gibt es noch eine Leiter, womit wir hoch können. Okay. Okay, okay. Aber ansonsten schauen wir mal noch in der Küche weiter. Gibt es hier noch irgendwie was Spezielles? Hier haben wir zwar schon einen Edelstein im Kühlschrank geholt, aber es kann trotzdem noch irgendwas verschwunden sein. Scheint aber nicht so. Hier hinten vielleicht. Aber glaube ich auch nicht. Ich glaube, es sieht eigentlich alles recht sauber aus. Deshalb würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir mal vielleicht im Speisesaal nachgucken können. Oder mal uns einfach halt, wie gesagt, in anderen Räumen umschauen. Nee? Kannst nicht aus der Bibliothek raus, Luigi? Och, armer Kerl. Hier können wir das Feuer weiter anstacheln. Das bringt uns eher weniger was. Können wir vielleicht hoch, die Leiter? Nee, oder? Nee. Die Leiter können wir definitiv nicht hoch. Raus können wir hierüber auch nicht. Mit dem, obwohl, wisst ihr was? Wir können auch mit dem Speise... Bin ich vollkommen bescheuert? Wir können auch mit dem Speiselift hoch zum Speisesaal. Manchmal, da übersieht man echt das Offensichtlichste. Und hier scheint es aber auch der Helligkeit oder eher der Dunkelheit nach zu urteilen, zu spuken. Und da ist sogar ein Buhu zu finden. Der die ganzen Wirrlichter produziert. Und einfach alles in der Gruselvilla verschwinden lässt. Na super. Jetzt wissen wir aber auch, wer hinter diesem ganzen Spuk und diesem ganzen Unfug und der Illusion steckt. Jetzt wissen wir auch wenigstens, was genau mit Illusion gemeint ist. Jetzt wissen wir nämlich, dass es der Buhu hier drüben ist. Der uns, glaube ich, auch nicht sehr freundlich gesinnt ist. Aber Luigi schafft schon, gegen den zu bestehen. Ich glaube da an Luigi. Und die Buhus sind auch keine normalen Geister, wie ihr sicherlich wisst. Denn diese muss man anders bekämpfen. Man muss nämlich... Ja, komm, saugen wir hier alle schön weg. Die Tischdecke auch. So, man muss nämlich die Buhus nicht mit dem Stroboblitz treffen. Nein, man muss sie mit der Düsterlampe treffen. So, hier gibt es noch einen Gegenstand, den wir vielleicht jetzt neu erscheinen lassen können. Ist es nicht unbedingt das, was ich haben wollte? So, hier sehen wir den Buhu. Ich habe ihn mit der Dunkellampe sichtbar gemacht. Schleuder ihn hier einmal an seiner Zunge durch den Raum. Wunderbar. Platt wie eine Flunder und ganz verwirrt. Kann er dann eingesaugt werden. Und normaler? Ah, normalerweise sollten wir nämlich eigentlich einen Anruf vom Professor bekommen. Alles noch dran, Luigi? Alle Wetter, ein Buhu hier im Nachtschattental? Zum Glück hast du die Düsterlampe, sonst wäre es dir noch übel ergangen. Ich hol dich lieber schnell hier zurück. Festhalten! Und damit darf sich Luigi freuen, er hat's gedidded, wir haben die Mission abgeschlossen. Und wieder mit 2 soliden Sternen und diesmal auch den Buhu in diesem Level gefangen, logischerweise. Und ich meine, am Kichern am Anfang, wo man die Düsterlampe suchen sollte, hat man eigentlich auch schon gehört, dass es ein Buhu ist. Deswegen konnte ich es eigentlich auch ein wenig vorwegnehmen. Und ich muss sagen, diese Düsterlampe ist ein wirklich schönes, neues Gameplay-Element. Herrlich! Ich bin froh, dass meine Düsterlampe so prächtig funktioniert. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir auch nach, was wir für neue Geister haben. Einmal ein Juwel, noch ein Juwel, einmal ein Buhu, 686 Gold und ich glaube, das reicht sogar zum Upgrade, oder? Yay! Neues extra verdient! Und zwar können wir jetzt bei diesem, ja... Turbo-Einsauger, wenn ich das mal so nennen darf,
Es lädt sich immer so eine Leiste auf, wenn wir einen Geist einsaugen. Wenn wir dann A drücken im rechtzeitigen Moment oder wenn die halt aufgeladen ist, dann können wir den Geist dann schon sehr viel Leben abziehen. Und diese Leiste hat sich so gerade erweitert, was natürlich sehr praktisch ist. Verlängerte A-Ruckleiste. Okay, sie heißt A-Ruckleiste. So kannst du den Geist beim Saugen mit einem Druck auf A noch mehr schwächen. Und wir haben den Wirrwarr-Turm freigeschaltet. Ein Turm voller Trubeltricks und Tücken erwartet dich und deine Freunde. Wähle ihn in meinem Unterschlupf an. Ein Buhu in der Gruselvilla. Überaus besorgniserregend. Wo Buhus sind, gibt es immer Ärger. Besonders wenn sie im Rudel unterwegs sind. Solltest du jemals wieder einen sehen, dann fang ihn sofort ein. Unten im Gitspeicher steht ein besonderer Behälter, speziell für Buhus. Und ich kann dir sagen, das Ding beschert mir immer nur Kummer. Allein die Reinigung ist jede... Momentchen. Das Paraskop meldet sich. Irgendwas stimmt nicht, Luigi. Die Signale aus der Gruselvilla sind stärker geworden und... Ach, jetzt muss ich wieder Kopf rechnen. Gibst du mir eine Sekunde? Ja, ich gebe dir sogar einen ganzen Tag, lieber Igitt. Denn ich würde sagen, die fünfte Mission, nämlich Mitternachtsputz, werden wir in der nächsten Episode übernehmen. Ihr seht jetzt hier dieses Icon neben dem Rang, dass wir den Buhu gefangen haben. Und apropos Wirrwarr-Turm, was auch gerade erzählt wurde, das ist ein Multiplayer, ein Mehrspieler-Feature. Der Mehrspielermodus von Luigi's Mansion wird nämlich erst freigeschaltet, wenn man alle Gameplay-Elemente kennt, sprich dann die Düsterlampe gefunden hat und somit dann auch im Online-Modus partizipieren kann. Und was der Online-Modus bietet und so weiter und so fort, seht ihr dann nach Ende der Einzelspielergeschichte. Das werde ich am Ende des Let's Plays noch zeigen. Aber ansonsten würde ich auch sagen, haben wir in dieser Episode einiges geschafft. Wir haben die Düsterlampe kennengelernt, ein Buhu eingefangen, ganz viele Objekte wiederhergestellt in der Gruselvilla. Erfolgreicher geht es ja nicht. Da würde ich doch einfach mal sagen, hoffe ich, dass euch die Episode gefallen hat und ihr euch aufs nächste Mal freut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und würde sagen, seid gespannt auf den Mitternachtsputz, wo es heißt, Pfui Spinne. Also, einiges erwartet uns. Seid gespannt, meine lieben Gruselfreunde. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.